Wir gehen auf Schatzsuche. Okay, was wir finden. Ein Rucksack. Ihr Rucksack. Ich bin ja freundlich. Nicht durcheinander reden. Was? Nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm die Waffe. Haut drauf. Jetzt die Waffe dir mal in den Kopf geworfen. Hey, du bist schneller als die. Lauf, lauf, Forrest, lauf. Alter, das ist voll der Mega-Angriff hier. Ja, liebe Freunde, das war The Walking Dead Episode 1. Und hier sieht man nochmal meine Auswählungen. Did you try to save Krista? You and 84.9% of players stopped to help Krista. 81.8% der anderen Spieler haben auch den Hund getötet, aber nicht einfach, weil man diesen Hund töten kann, sondern weil dieser Hund schwer verletzt war und ziemlich aggressiv und so, und es war für den Hund einfach das Beste. Did you accept Nick's apology? Ich und 87.5% der anderen Spieler akzeptierten es.
Und wow. Did you give water to dying man? Ich und gerade mal 67,9% der Spieler gaben dem Mann Wasser. Da würde ich jetzt gerne mal wissen, falls einer von euch das gespielt hatte und das gerade sieht und vielleicht dem Mann das Wasser nicht gegeben hat, aus welchem Grund ihr dem das Wasser nicht gegeben habt. Weil das würde mich jetzt gerne mal interessieren. Und did you save Nick or Pete? Ich und gerade mal, ach du Scheiß, 52,9% der anderen Spieler sind zu Pete gegangen. Ich hätte mich eigentlich auch anders entscheiden müssen. Fällt mir jetzt gerade so ein, weil der Nick, der hat einfach viel, 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 viel mehr für Clementine gemacht. Das kann man jetzt einfach mal hier so sagen. Und Pete hat ja, glaube ich, auch seinen Fuß verloren, wurde gebissen und so. Also der wäre dann eh zu einem Zombie geworden. Das heißt, ich hätte ihm gar nicht helfen müssen. Aber, naja. Ich helfe halt auch Leuten, die vielleicht meine Hilfe nicht brauchen, aber trotzdem irgendwie. Und wie ich finde, war das die perfekte Fortsetzung von Season Number One, und ich jetzt mache jetzt gerade mal den Ton aus. Perfekte Fortsetzung von Season One. Auch einfach geil, diese ganzen diese Videos da, diese Szenen und so, wie die alle gespielt wurden und so. Und dieses mit, das Spiel sich nach den Taten von dem Spieler richtet, weil finde ich sowieso extremst gut. Da auch die Grafik und so, das hat einfach so ein Spiel, wo jeden auch ein bisschen mit reinzieht in die Handlung. Und nicht, dass man da einfach jetzt da sitzt und sagt, ja, ich gebe dem Mann da einfach mal Wasser oder so. Sondern man überlegt auch schon so, der Mann, der liegt da, liegt im Sterben. Er will auch sterben, das weiß ich. Aber ich gebe ihm trotzdem das Wasser, ich fühle mit ihm mit. Und deswegen macht so ein Spiel auch aus. Nicht einfach nur hier Zombie, Tod und Verderben, bum bum bum, gib ihn und alles. Und das macht das Spiel halt auch einfach aus. Das ist, bei vielen Spielen ist das nicht so. Und ja, ist halt einfach richtig cool. Und jetzt sehen wir hier nochmal den Glas. Clementine, Luke, Krista, Omid, Arvin, Carlos, Jill, Nick, Pete, Ralph, Rebecca, Sarah, Victor, Winston und. Und da hat Telltale Gelb einfach wieder ein Meisterwerk rausgezaubert und alles. Und jeder, der nicht mit diesem Spiel zufrieden ist, dem das nicht gefällt, klar, es gibt Geschmäcker, aber das ist halt einfach so ein Spiel, wo ich sage, es ist Action drin, man muss geschickt haben, man muss auch überlegen, was man macht, bla bla bla. Aber ich weiß nicht, Zombie-Spiele sind sowieso irgendwie so, finde ich irgendwie so richtig geil. Und wenn man hier jetzt hat noch alle Beteiligten an dem Spiel sieht, Special Thanks, große Liste, und man muss auch wirklich den Entwicklern danken, dass die sowas Geiles gemacht haben. Und ja, das war jetzt halt auch die letzte Folge von The Walking Dead Season 2. Und wenn euch das Spiel genauso gut gefällt wie mir, dann könnt ihr euch natürlich das Spiel in eurem App Store runterladen. Kostenlos, völlig kostenlos. Und könnt dann eben die Episode einspielen. Und dann könnt ihr vielleicht eure eigenen Dialoge dort mit einbauen. Und könnt euch dann die anderen Episoden dann für kleines Geld freischalten. Aber für dieses Spiel lohnt es sich auf jeden Fall, Geld auszugeben. Und vielleicht werde ich das sogar auch tun. Ja. Das war's, liebe Freunde, aus The Walking Dead Season 2.
Episode 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen zuzuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns schon bald wieder in einem neuen Let's Play wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Spiel und ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ciao.